Dann habe ich jetzt noch gerade an Hebräer 11, Vers 1 gedacht. Hebräer 11, Vers 1, durch den Glauben erkennen wir, dass Gott die, das heißt dort, die Äonen gemacht hat, die Welt gemacht hat, das ist inhaltlich richtig. Durch den Glauben erkennen wir. Das ist einfach so, dass wir ohne Glauben nicht wirklich sachlich, logisch denken können, schlussendlich konsequent. Obwohl Gott uns allen Verstand gegeben hat, geht die Bibel davon aus, dass der Verstand auch mit unter die Sünde gefallen ist. Müssen wir uns einfach bewusst sein, Römer 1 zum Beispiel. Der Verstand ist auch unter die Sünde gefallen und verblendet und er braucht auch die Erneuerung durch Jesus Christus, unser Denken. Und darum sagt der Hebräerbrief, durch den Glauben erkennen wir. Der Glaube hebt die Erkenntnis nicht auf, aber er ist eine wichtige Grundlage zur Erkenntnis. Wir wollen uns jetzt etwas mit dem Thema beschäftigen, allegorisch oder typologisch auslegen. Und dazu zuerst mal die Einführung. Es geht vor allem um narrative Texte. Wie gehen wir mit narrativen Texten um? Und dann komme ich zur Frage, was ist eine Allegorie und was ist der Unterschied zur Typologie? Aber zuerst mal zum Thema Geschichte in der Bibel. Wir haben schon wiederholt darüber gesprochen. Die Geschichte spielt eine grundlegende Rolle, überhaupt quer durch die Bibel bis hin zu den Evangelien. Lukas will ja in seinem Prolog betont erst darlegen, was Jesus getan hat als historische Grundlage für den Glauben. Der Glaube ist nicht einfach auf Mythen aufgebaut, sondern auf historischen Heilstatsachen Gottes, die Gott gewirkt hat innerhalb der Geschichte. Und so sollten die Israeliten die Geschichte weitererzählen ihren Kindern, um zu zeigen, das ist unser Gott. So hat er in unserer Geschichte gehandelt. Nicht ein Gott des Glaubens, das sind nicht nur Glaubenszeugnisse, wie man heute in der Theologie sagt, das heißt nur im Glauben passiert, sondern in Realität. Und der Glaube baut auf diesen historischen Fakten auf. So ist das. Darum sollten sie auch immer wieder erzählt werden. Ja, Gott tritt in Aktion, eine Selbstoffenbarung, der erste Vers in der Bibel schon ganz gewaltsam. In 6 Tagen schafft Gott dann Himmel und Erde. Kann man letzt lange diskutieren, waren das Tage von 24 Stunden, ja oder nein. Das heißt immerhin, es war Abend und es war Morgen, das war Tag 1. Das heißt dann zuerst mal Tag 1, nicht erster Tag, sondern Tag 1, weil es ja noch keinen zweiten gab. Erst dann heißt es zweiter Tag. Also, Gerhard von Rath, ein sehr kritischer Theologe, der sagt, das Alte Testament ist ein Geschichtsbuch. Und da hatte er recht, das Alte Testament ist ein Geschichtsbuch. Er war Alttestamentler, Gerhard von Rath. Ich habe mal in Kanada eine Vorlesung gehört über ihn, deswegen immer Gerhard von Rath. Also, in Providence war das vergesse ich nicht. Als ich dort im Gemeindepraktikum Winnipeg gemacht habe, allerdings auf Deutsch. Also, aber das ist jetzt nicht das Thema. Die Frage ist hier, sind das biblische Erzählungen, Berichte, historische Berichte oder sind das Glaubenszeugnisse? In der kritischen Theologie sagt man gerne, das sind Glaubenszeugnisse. Also irgendwas ist passiert und dann haben sie erzählt und weitererzählt und daraus große Geschichten gemacht, um zu sagen, das ist unser Gott. In Wirklichkeit viel später aufgeschrieben. Also man sagt, dass die Mosesbücher so ab 900 vor Christus aufgeschrieben wurden, so bis ins Exil, bis im 6. Jahrhundert oder ja, ganz spät. Das heißt, mir hat mal ein Basler Theologe in einer Diskussion gesagt, für eine Zeitschrift, ging um Schöpfung und Evolution der Bibel zum Jubiläum von Darwin. Und er sagt, die ersten Kapitel der Bibel wollen nichts über Schöpfung sagen, sondern nur sagen, Gott, seelsorgerlich sagen, Gott hat alles gut gemacht. Das sind Glaubenszeugnisse. Dass Israel durchs Rote Meer geht, natürlich ist nicht passiert, das ist ein Glaubenszeugnis, aber so ist unser Gott. Also ich sage aus der Sicht der kritischen Theologen.
auch der Frommen manchmal. Frage ist, ist das passiert oder nicht? Petrus sagt, wir sind nicht Mythen gefolgt. Das ist Realität. Die Verklärung Jesu haben wir mit eigenen physischen Augen gesehen. Ich meine natürlich mit eigenen Worten, aber das ist, was Petrus meint. Die Erscheinung Jesu, die haben wir gesehen. Paulus sagt, mehr als 500 haben wir auf einmal gesehen. Die meisten leben sogar noch. Und heute sagt man ja, das waren Visionen. Innere Visionen. So dumm waren die wohl auch nicht. Goldingale sagt, die biblische Erzählung, das sind mehr als Geschichten, nicht weniger als Geschichte. Das heißt, die biblischen Erzählungen sind Geschichte, aber sie wollen auch noch was lehren, indirekt. Darum sind sie nicht weniger geschichtlich. Gerade weil sie geschichtlich sind, zeigen sie, so ist unser Gott und so handelt er auch heute noch. Das ist, was Paulus voraussetzt, 1. Korinther 10 zum Beispiel. Wenn er sagt, pass auf, Gott hat die meisten der Wüstenwanderung hingestreckt, obwohl alle auf Mose getauft waren, durchs trockene Meer allerdings. Hat er die meisten hingestreckt, sie sind nicht ans Ziel gekommen. Und das heißt mit anderen Worten, der Gott der Geschichte handelt immer noch so, wenn man ungehorsam ist. Ist noch der gleiche Gott. Die biblischen Erzähltexte bieten uns den äußeren Rahmen für die Lehrtexte. Denken wir mal an die Paulusbriefe. Was wären wir in Bezug auf die Paulusbriefe ohne Apostelgeschichte? Wir könnten sie bei weitem nicht so gut einordnen wie jetzt. Historisch einordnen, sagen, Paulus hat dann auf der Missionsreise diesen Brief geschrieben, so und so. Also mir als Exeget hilft das massiv, die Briefe einordnen zu können, sagen, der Brief muss dann geschrieben worden sein, auf der Missionsreise, vor dem und so weiter und so fort. Also, ich lese diese Texte jetzt, ich fasse mich kurz. Klar ist, für antike Historiker gilt, sie haben zu schreiben, was geschehen ist und nicht, was sie finden, was geschehen, was schön wäre zu lesen. Das wird in der antiken Geschichtsschreibe sehr stark betont. Heute tut man immer so, als hätten die ein anderes Verständnis von Wahrheit gehabt. Das ist alles Erfindung. Der Historiker muss heute schreiben, was geschehen ist, soweit er das rekonstruieren kann. Das war damals nicht anders. Aristoteles sagt, der Poet, der Dichter, der kann schreiben, mit eigenen Bildern beschreiben. Aber der Historiker hat reine Fakten zu schreiben, nicht auszumalen. Und das steht hier auch im 2. Makkabäerbuch. Der Historiker hat zu schreiben, was da, was geschehen ist, nicht auszuschmücken. Stuart und Fee sprechen von drei Ebenen der biblischen Geschichte. Einmal die große Geschichte Gottes mit der Welt, mit Israel und der Gemeinde, dann teils Israel im Alten Testament, Gemeinde im Neuen Testament und dann die einzelnen Geschichten wie Josef und Ruth und Hiob und so weiter. Aber diese einzelnen Geschichten sind immer ein Teil der gesamten Heilsgeschichte. Das heißt, man muss sie immer einordnen, die gesamte Geschichte Gottes. Josef, die Geschichte Gottes mit Israel. Du kannst nicht aus jedem Kapitel dann eine Moral für uns ziehen, sondern immer erst im Zusammenhang. So Josef sagt nachher am Schluss zu seinen Brüdern, ihr meint es schlecht, aber Gott hat es gut gemeint. Das sieht man erst im Nachhinein. Also, die Bibel berichtet über Geschichte, aber es ist Gottes Geschichte sozusagen mit den Menschen. Sie berichtet auch über tragische Ereignisse. Sie sagt nicht jedes Mal, das war jetzt ein großer Fehler, aber die biblischen Schreiber setzen beim Leser voraus, dass sie die Gebote kennen. Als David Ehebruch begangen hat, dann weiß der Leser sofort, im Gebot steht, du sollst nicht Ehe brechen. Das heißt, sie setzen das voraus beim Leser, dass sie das moralisch einordnen können. Es wird nicht jedes Mal direkt bewertet. Die Erzähltexte sind nicht direkt Lehre, aber sie illustrieren die Lehre, die anderswo als Lehre auch daherkommt. Der Fall von Ammon und Tamar, seine Halbschwester.
wo er sie so liebte, dass er nicht warten konnte, und nachher hat er sie mehr gehasst, als sie vorher geliebt hat, nachdem er sie vergewaltigt hatte. Also, es ist eine tragische Geschichte, die uns berichtet wird und die zeigt, was geschieht, wenn man Gottes Gebote nicht beachtet. Ja, bei Erzähltext ist gut, wenn wir dann auch den Aufbau beachten, die Darstellung, und schauen, was ist da für eine erzieherische Absicht dahinter. Damit kommen wir zum eigentlichen Thema von heute Abend, typologische und allegorische Auslegung. Was ist das? Ich muss vielleicht zuerst mal sagen, was wir heute weitgehend als allegorische Auslegung verstehen, hat seine Wurzeln darin, dass in der Antike die Mythen erzählt wurden, die griechischen Mythen über die Götter, und die Philosophen dann gesehen haben, das sind Mythen, das sind keine wahren irdischen Geschichten. Wir müssen sie allegorisch auslegen. Das heißt, die Wahrheit steckt hinter dem Text. Aber das Wort allegorisch sagt das noch nicht automatisch. Im Griechischen heißt es Allegoria, Allegoreo. Allos steckt drin. Allos heißt etwas anderes. Und Agoroio heißt eigentlich öffentlich reden. Das heißt, öffentlich etwas anderes sagen. Allegorie ist etwas, eine Bildrede an und für sich, nicht mehr und nicht weniger. In dem Sinn verwendet Paulus das Wort in Galater 4 und sagt, das hat einen bildlichen Sinn, nämlich die Geschichte von Haggai und Sarai oder Sarah. Sarah ist das Bild für die Freiheit in Christus. Und Hagar das Bild für die Sklaverei oder die Versklavung in der Sünde im alten Bund, der uns nicht befreien konnte. Hier wird der Ausdruck Allegorio wiedergegeben mit bildlichen, das hat einen bildlichen Sinn oder wie auch immer. Und das ist richtig, es geht hier um eine metaphorische Anwendung. Das heißt, Paulus setzt voraus, dass das geschichtlich geschehen ist und wendet das jetzt auf den neuen Bund an. Das ist, was Paulus anderswo sagt. In diesem Sinn versteht er die narrativen Texte des Alten Testaments. Die zeigen uns, wie Gott handelt in der Geschichte. Und so lehren sie uns indirekt. Typologisch kann man sagen. Was Paulus macht, ist schlussendlich typologische Anwendung. Ich sage gleich noch den Unterschied. Wir schauen uns das erst an, erst zum Begriff Allegorie in der Antike. Da gibt es einen Philodemos, der kommt aus Gadara. Gadara ist der Ort, wo Jesus unten am See Genezareth die Schweineherde vertrieben hat, dass die ins Meer gestürzt sind. Es war nicht Gerasa, sondern Gadara. Auch wenn wir in einigen Übersetzungen da lesen, dass Gerasa war bei Markus und Lukas und in der Schlachterbibel genau umgekehrt bei Matthäus. Und nicht bei Markus und Lukas, da steht dann Gadara wegen Textüberlieferung. Aber wir haben beide Varianten überall in den alten Textzeugen. Also, und aus Gadara kamen mehrere berühmte Lehrer der Antike, Rhetoriklehrer, heidnische Lehrer. Und besonders der Philodemos, der über die Metapher gesprochen hat, und er sagt, jeder Tropos von der Art her wie eine Metapher ist eine Allegorie. Das heißt, eine Metapher ist eine Allegorie. Und was heißt Metapher? Griechisch meta heißt hinüber und fer von phero tragen. Das heißt, der Wortlaut heißt das. Aber die eigentliche Bedeutung dahinter ist im übertragenen Sinn zu verstehen. Das ist eine Metapher, eine Bildrede. Jesus sagt, ich bin der Weinstock, ihr seid die Rebe, hat noch niemand von euch Schwierigkeiten gehabt, das bildlich zu verstehen, oder? Noch niemand von euch hat das irgendwann wahrscheinlich buchstäblich verstanden.
und gedacht, Jesus will tatsächlich sagen, ich stehe da irgendwo auf dem Feld und ihr hängt an mir. Oder? Das ist also eine Metapher. Und eine Allegorie ist eine Metapher, nur eine verlängerte Metapher. Fass das kurz zusammen. Das war die ursprüngliche Bedeutung von Allegorie. Eine verlängerte Metapher. Und es ist klar, also hier heißt Philodemos, das heißt, der sein Volk liebt. Philo, Demos, Demokratie. Demos ist das freie Volk. Er sagt, und was die Allegorien betrifft, sie unterscheiden sich für sich in drei Arten: Rätsel, Spruchrede und Sarkasmus. Und alle Begriffe finden wir in einer Art auch im hebräischen Alten Testament. Maschal wird mit Gleichnis übersetzt, finden wir zum ersten Mal bei Bileam. Er sprach in Bildreden und dann besonders bei Hesekiel. Da finden wir auch deutliche Parallelen zu den Gleichnissen Jesu, dass Hesekiel zu einem Volk gesprochen hat, in Gleichnissen, das eigentlich nicht hören will. Und das ist ja auch der Hintergrund der Gleichnisse Jesu. Der sagt, viele wollen nicht verstehen, aber er will, dass man ihn versteht. Und dann erscheinen eben Ausdrücke wie Chida ist Sarkasmus etwa, Shenina, eine scharfe Rede, eine Spottrede, Shen ist der Zahn, also hat mit diesem Zahn was zu tun, so weiter. Das heißt, die griechischen Begriffe finden wir so auch im Alten Testament, dass man so unterscheidet in der Bildrede. Aber es ist klar, eine Bildrede ist nicht eine narrative Geschichte, nicht eine historische Rede, dass man da sehr deutlich unterschieden hat. Tryphon sagt, Allegorie ist eine Rede, die eine Sache im uneigentlichen oder im übertragenen Sinn darstellt. Cicero lehnt sich daran an, auch an Philodemos. Cicero, ein Schreiber aus dem ersten Jahrhundert, vor Christus noch, erstes Jahrhundert vor Christus, ein römischer Schreiber, der sich daran anlehnt. Also eine Allegorie ist eine Bildrede. Und nun kommt sie zur Bibel zurück und haben das im Hinterkopf, dass die ursprüngliche Bedeutung einer Allegorie eigentlich die ist, dass es eine Bildrede ist. Aber im Nachhinein hatten dann die Philosophen die Mythen allegorisch ausgelegt. Das heißt, sie haben gesehen, dass das keine historischen Texte sind und sagten, die eigentliche Bedeutung steckt also dahinter. Und das ist diese Bedeutung, die dann christliche Theologen, die philosophisch gelernt hatten, studiert hatten, wie ein Clemens Alexandrinus im 2. Jahrhundert oder besonders Origenes im 3. Jahrhundert, dann auf das Alte Testament, auf die narrativen Texte angewandt haben. Das heißt, sie nicht als primär als geschichtliche Texte verstanden, sondern als Allegorie, als Bildreden. Ein Philo von Alexander macht das durch und durch. Also er legt die alttestamentlichen Geschichtstexte allegorisch aus. Immer moralisierend. Wobei sie zuerst ja erzählen. Ram sagt dazu, allegorische Auslegung ist die Interpretation eines Dokuments, wobei etwas Nicht-Dazugehöriges, Besonderes oder Verstecktes in die Bedeutung des Textes hineingebracht wird, sodass er angeblich eine tiefere oder wahrere Bedeutung bekommt. Und Eichroth, auch ein kritischer Alttestamenter, sagt, während für die Typologie der Geschichtswert des auszulegenden Textes die wesentliche Voraussetzung seiner Verwendung bildet, ist es umgekehrt für die Allegorie gleichgültig oder gar anstößig und muss auf die Seite geräumt werden, um den dahinterliegenden geistlichen Sinn in Anführungszeichen freizugeben. Das heißt, die typologische Auslegung geht immer davon aus, dass es sich um historische Texte handelt, während die Allegorie
entweder die Historizität vernachlässigt oder gar ganz aufhebt. Wobei wir beachten müssen, die Alten Testamente, die narrativen Texte, also Erzähltexte, sind keine Allegorien an und für sich, sie sind keine Metaphern. Sie enthalten Bildreden. Auch die Propheten enthalten Bildreden. Aber es sind keine Bildreden an und für sich. Es sind keine Mythen. Das ist eben der springende Punkt. Und sie zeigen uns, dass Gott der Geschichte ist. Ich weiß nicht, ob ihr die ganze Diskussion in den 90er Jahren, war das eine ziemliche Diskussion um den sogenannten Bibelcode. Und mit dem Computer kann man heute sehr viel machen, mit dem hebräischen Text, dass man ihn querliest und dann abzählt jeder 20., 50. Buchstabe so und dann findet man da Geheimbotschaften. Das Ganze geht auf die Kabbalah zurück. Die Kabbalah ist die mystische Auslegung der Juden im Mittelalter und die geht wiederum zurück auch auf Mishnah-Tradition und so weiter. Das heißt, wir schon in der Mishnah haben wir Ansätze dafür, dass man hinter jedem Buchstaben dann eine Bedeutung sucht und so weiter. Das geht in diese Richtung allegorische Auslegung. Vorsicht! Jüdische Ausleger finden die Namen von berühmten rabbinischen Lehrern. Christliche Ausleger finden natürlich die Namen von Martin Luther und so weiter und so fort. Also jeder findet das, was er sucht sozusagen. Man sollte nicht vergessen, die Bibel ist nicht eine Verhüllung, eine Geheimbotschaft für irgendwelche Spezialisten von heute mit dem Computer, sondern sie ist eine Offenbarung. Für die Leser von damals. Nicht vergessen. Dann zum Hohelied Salomos. Als Beispiel. Einfach von einer allegorischen Auslegung. Soll man das Hohelied allegorisch auslegen oder typologisch oder wörtlich? Und was heißt das? Nun, ich sage einfach mal grundsätzlich, was heißt, wenn wir das Hohelied allegorisch auslegen? Das heißt, der Sinn ist nicht eine Beziehung zwischen Mann und Frau auf Erden, sondern es geht nur um die Beziehung Gottes zu seinem Volk. Juden würden sagen zwischen Gott und Israel, Christen würden sagen zwischen Jesus und der Gemeinde. Allerdings, versucht das mal mit jedem Vers. Viel Spaß. Wörtliche Auslegung heißt, ich beziehe es nur auf die, also nur wörtlich heißt, ich beziehe es nur auf die Beziehung zwischen Mann und Frau. Typologische Auslegung heißt, ich nehme diese wörtliche Ebene ernst. Der Text sagt viel über die wörtliche Beziehung, irdische, zwischen Mann und Frau. Es ist ja Sexualität nichts Negatives, eine Schöpfung Gottes, heißt sogar sehr gut, nach dem Schöpfungsbericht. Aber typologisch heißt, der Text will aber auch auf die Beziehung Gottes zu seinem Volk hinweisen, im Vergleich zur Ehe. Das wäre typologisch. Buchstäblich typologisch. Und da stellt sich erstens die Frage, gibt es im Text selbst Ansätze für so eine Auslegung? Und zweitens, was gibt uns die Bibel für einen Rahmen? Und dann ist klar, die Bibel gibt uns dafür einen Rahmen, weil sie verwendet das Bild der Ehe wiederholt für die Beziehung Gottes zu seinem Volk. Das heißt, dafür haben wir einen biblischen Rahmen. Für die allegorische Auslegung, da sind wir völlig auf Spekulation angewiesen. Und das wird ganz schwierig im Einzelnen. Wir müssten dann jede Aussage auch geistlich übertragen. Bei der typologischen Auslegung nicht. Da geht es zuerst mal um die irdische Beziehung und dann überlegen wir, gibt es Aspekte, die auch auf Gott übertragen werden könnten oder sogar sollten vom Ausleger. Ich bin da kein Spezialist, ich sage das nur als Beispiel. Aber
Wir hatten vor einigen Jahren den Ägyptologen Lopriano eingeladen zur Gastvorlesung. Er ist, war damals Rektor der Uni Basel. Ich hatte ihn eingeladen und er hat uns über das Hohelied Salomos einiges erzählt im Vergleich zur gleichen Gattung aus Ägypten. Und er sagt, es gibt diese Gattung Ägypten nur für eine ganz kurze Zeitspanne, zwischen 1050 und 1000 vor Christus. Und Salomo wirkt im 9. Jahrhundert, 10. Jahrhundert vor Christus. Und Salomo hatte eine Frau, die war eine Tochter Pharaos. Also da gibt es Beziehungen. Und diese Gattung bezieht sich auf Grabinschriften, wo es um die Beziehung zwischen Mann und Frau geht und auch um die Beziehung zur Gottheit. Das heißt, von der Gattung her gibt es da schon Hinweise, dass es sich auch um die Beziehung zu Gott handeln kann. Und wir haben den biblischen Rahmen. Mehr, glaube ich, brauche ich dazu nicht zu sagen, einfach zu zeigen, also wenn wir solche Texte typologisch auslegen oder auch anwenden, dann befinden wir uns im biblischen Rahmen, aber wenn wir sie rein allegorisch auslegen, in dem Sinn, wie man Mythen eben allegorisch auslegt, dann befinden wir uns auf spekulativem Boden. Und wir sollten nicht vergessen, die narrativen Texte der Bibel, die wollen zuerst ja narrativ die Geschichte darlegen. Also es sind keine Allegorien, es sind keine Metaphern an und für sich. Das tönt sehr geistlich, wenn man sie allegorisch auslegt, aber wir verlieren den Boden unter den Füßen für unseren Glauben. Der Glaube hat eine historische Grundlage. Sonst sagen wir auch, ob Jesus am Kreuz wirklich physisch gestorben ist oder nicht, spielt keine Rolle. Hauptsache, irgendwie. Ob Jesus physisch auferstanden ist, ist nicht so wesentlich. Hauptsache, das Werk Gottes geht weiter. So denken Theologen heute. Also vom Kreuz, das kann niemand leugnen, dass Jesus am Kreuz gestorben ist. Es gibt so Spezialisten, die haben immer noch, ja, Jesus war nicht nur scheintot und so weiter. Aber haben wir es durchstochen, hä? Aber ich habe ein ganzes Buch über die Auferstehung Jesu geschrieben, mich mit all diesen komischen Ansichten auseinandergesetzt, hermeneutisch, exegetisch, über die Erscheinungen beim Liedverlag erschienen. Ja, für Paulus ganz grundlegend, dass Jesus physisch auferstanden ist. Im 1. Korinther 15, im längsten Kapitel in den Paulusbriefen, geht es nicht eigentlich um die Auferstehung Jesu. Darüber wurde in Korinth nicht gestritten, aber gestritten wurde über die Frage, werden wir als Christen einst körperlich auferstehen, physisch oder leiblich? Und einige Korinther haben da philosophisch gedacht, sagen, nein, der Leib verwest, also gibt es keine physische Auferstehung. Und Paulus sagt, wenn ihr so denkt, dann müsst ihr auch so über Christus denken. Wenn Gott nicht imstande ist, unsere Leiber auferstehen zu lassen, dann war er auch nicht imstande, Christus auferstehen zu lassen. Das war aber kein Thema. Über 500 Leute haben ihn gesehen und die meisten lebten noch, konnten das bezeugen. Jesus ist auferstanden, physisch. Und es geht da um die physische Auferstehung der Gläubigen. Und die begründet Paulus mit der physischen, leiblichen Auferstehung von Jesus Christus. Übrigens, Martin Hengel hat darüber einen langen Aufsatz geschrieben, den ich zitiert habe. Er ist verstorben 2015, Neutestament in Tübingen. Und er sagt, wenn Paulus von Auferstehung Jesu spricht, dann meint er natürlich selbstverständlich als ehemaliger Pharisäer die körperliche, die physische Auferstehung. Nichts anderes. Also nicht ein Weiterleben im Geist oder wie. Das war selbstverständlich. Nun, um zu sehen, was eine allegorische Auslegung anstellen kann, verwenden wir das Beispiel von Augustinus über den barmherzigen Samariter. Ist ein Gleichnis Jesu. Was sagt er? Der Mann, der nach Jerusalem
nach Jericho hinabging, war Adam. Also Jerusalem liegt 750 Meter über dem Meeresspiegel, Jericho 250 Meter unter dem Meeresspiegel, sind etwa 24 Kilometer, 1000 Meter hinunter durch die Wüste Judäa, gefährlich. Jerusalem ist die Stadt des Friedens, aus der Adam gefallen ist. Jericho ein Symbol für Adams Sterblichkeit. Die Räuber weisen auf den Teufel hin und seine Engel. Geplündert heißt, er ist der Unsterblichkeit beraubt. Niederschlagen heißt, zur Sünde überreden. Sie ließen ihn halbtot liegen, heißt, als Mann lebt er noch, als Mensch, aber geistlich ist er gestorben. Die Priester und der Levit sind ein Hinweis auf die alttestamentliche Priesterschaft. Der Samariter ist Christus selbst. Er verband seine Wunden, er band die Sünde. Öl ist der Trost guter Hoffnung, Wein die Mahnung im brennenden Geist Gott zu dienen. Das Reittier ist das Fleisch der Menschwerdung Christi. Die Herberge ist die Gemeinde. Am anderen Morgen weist auf die Auferstehung hin. Zwei Denare, das sind die Verheißung des irdischen und des kommenden Lebens. Und der Wirt ist Paulus. Könnte jetzt Augustinus widerlegen. Augustinus, der das ganze Mittelalter, bis zu den Reformatoren, die Reformatoren sind weitgehend zurückgegangen bis Augustinus. Denken wir an die Kindertaufe und so weiter. Sind weitgehend bis Augustinus zurückgegangen. Auch in der Eschatologie, der Amillennialismus und so weiter, geht alles auf Augustinus zurück. Also sind nicht die Wurzeln bei Augustinus, aber er hat das Mittelalter und auch die Reformatoren da sehr stark geprägt. Amillennialismus heißt, wir sprechen morgen noch darüber, so Gott will, heißt wir, die Gemeinde ist das tausendjährige Reich. Es gibt kein zukünftiges tausendjähriges Reich. Es geht auf Augustinus zurück. Was ist das Problem? Kann man ganz einfach widerlegen. Die Frage ist, als Jesus das Gleichnis erzählte, die Frage ist, was? Wer ist mein Nächster? Nicht, wie komme ich mit Gott in Ordnung? Bei Augustinus geht es überhaupt nicht mehr um den Nächsten, sondern nur noch hier. Übrigens ein Beispiel, wie wir manchmal sehr schnell fromm uns über die Nächstenbeziehung überheben können. Gott und ich. Aber alles andere außen vor. Nein, es geht bei Jesus konkret um die Frage, wer ist mein Nächster? Also haben wir Augustinus schon wieder Licht. Meine ich. Das heißt, wir werden jetzt nicht über Gleichnisse Jesus sprechen, aber das ist ein wichtiger Punkt. Immer beachten. Beachten. Was steht vorher? Oder was sagt Jesus nachher? Das heißt, die Auslegung im Kontext verstehen. Da müssen wir gar nicht so lange spekulieren. Das Gleichnis von den 10 Jungfrauen. Sagt Jesus am Schluss, Vers 13, Matthäus 25, darum seid bereit, wacht. Das ist die zentrale Aussage. Also, immer darauf achten, wo ist die Kernbotschaft des Gleichnisses? Was ist die Kernaussage? Auch Gleichnisse, meine ich, sollten wir typologisch auslegen, und nicht allegorisch, das heißt nicht hinter jeder Aussage eine geistliche Aussage verstehen, sondern verschoben. Man spricht da von der Pointe. Es gibt eine Brücke hin zur Übertragung. Was ist ein Gleichnis? Auf Griechisch heißt Gleichnis Parabolä. Von Paraballo, ihr kennt den Diabolos, die gleiche Wurzel, Ballo, Bolos. Das heißt werfen und para heißt daneben werfen, also paraballo. Das heißt, man
nimmt etwas aus dem Alltag und wirft es daneben zum Vergleich, um etwas Übertragenes zu sagen. Und Jesus erzählt dann oft Geschichten aus dem Alltag. Dabei spielt es tatsächlich nicht so eine wesentliche Rolle, ob es jetzt diesen barmherzigen Samariter tatsächlich gegeben hat oder nicht. Es ist ein Gleichnis. Aber es ist etwas, das täglich passieren konnte. Wenn ihr mal von Jerusalem nach Jericho fährt oder umgekehrt, dann seht ihr dort am Straßenrand Herberge des barmherzigen Samariters. Ich glaube, es ist etwa 6 Kilometer von Jericho entfernt. Dann wisst ihr, das ist tatsächlich passiert. Weil man sieht ja die Herberge. Ja, na gut, ist später dann erfunden worden, natürlich. Aber ich will mal sagen, das ist dann nicht so entscheidend. Das ist aber auch kein narrativer Text, sondern das ist ein Gleichnis, schon an und für sich. Oder vom verlorenen Sohn, auch so ein Gleichnis. Und Jesus erzählt natürlich, oder aus dem Ackerfeld, vierfacher Same. Und da schauen wir immer zuerst mal, was heißt das, diese Geschichte im Alltag im ersten Jahrhundert nach Christus. Und dann überlegen wir, was ist hier die eigentlich geistliche Aussage. Und zentral geht es ja bei Jesus um die Verkündigung der Königsherrschaft Gottes. Immer wenn da in der Übersetzung steht Himmelreich oder Reich Gottes, dann übersetze ich mit Königsherrschaft. Weil das ist die eigentliche Bedeutung des Wortes. Basileia auf Griechisch, Malchut auf Hebräisch, ist zuerst die Königsherrschaft. Und dann in zweiter Bedeutung heißt Basileia auch Reich, aber das ist erst die zweite Bedeutung. Also Königsherrschaft des Himmels, ein jüdischer Ausdruck, der nur bei Matthäus vorkommt, 32 Mal im Neuen Testament, aber nur bei Matthäus, weil er als Jude für Juden schreibt und den hebräischen Ausdruck hier wiedergibt, das heißt, der in der Mishna erscheint, die Königsherrschaft Gottes, die sich durch Jesus Christus verwirklicht, und das ist die zentrale Botschaft auch der Gleichnis Jesu. Und da geht es in jedem Gleichnis um einen anderen Aspekt dieser Verwirklichung der Königsherrschaft Gottes durch ihn. Also, sie sind grundsätzlich typologisch und nicht allegorisch auszulegen.